Hi ihr Lieben. Ja, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus als die üblichen ja, Hobonichi-Pakete. Aber meine Bestellung bzw. die Sammelbestellung, die ich auch dieses Jahr wieder gemacht habe, ist leider ein bisschen zu groß für einfach nur die grünen Kartons. Deshalb gibt es hier so einen hübschen braunen Karton. Ich war gerade beim Zoll, habe das Paket abgeholt und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das jetzt als ein leises Video mache oder als ein Video, in dem ich quatsche. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich quatsche, weil sonst muss ich so viel schneiden und erklären, während, also mit so Untertiteln quasi, dass es einfach keinen Sinn macht. Also sage ich zwischendurch mal was. Und ja, wir gucken da jetzt rein, weil ich muss gleich zur Arbeit und ich wollte aber unbedingt noch in mein Paket gucken. Ja. Ich musste das beim Zoll schon einmal aufschneiden. Aber da bekam ich fast nur Sachen zu sehen, die ich nicht für mich bestellt habe, was schon mal ziemlich schön ist. So, okay. Also, ganz oben liegen diese Goodies und ich glaube, die werde ich in diesem Video überhaupt nicht auspacken, weil ich die. Also ich finde das langweilig, das zu sehen. Man hat die jetzt bestimmt schon ein paar Mal gesehen, weil viele Leute, die halt Hobonichi Unboxings gucken, halt auch andere Unboxings gucken und da wurden die schon zu Genüge gezeigt. Und ich werde die verbasteln, aber ich muss die jetzt nicht auspacken. So, das hier ist allerhand Kleinkram. Ich glaube, auch dem widme ich mich am Schluss. Und ja, dann ist das hier, was noch lose da liegt. Und dann haben wir eine grüne Box. Und, oh, die ist sehr schwer. Noch eine grüne Box. Und das sind meine Knie. Und ja, jetzt haben wir, wie gesagt, zwei grüne Boxen. Die, ja, sind halt einfach grün. Mit dem Äffchen. Hobonichi 220. Die Webadresse. Und ansonsten sehen die aus wie immer, weil die mir irgendwie schmal vorkommen. Vielleicht bin ich auch einfach. Keine Ahnung. Die kommen mir irgendwie. Also hier. So schmaler vor. Okay. Mache ich erstmal das hier auf. Das ist tatsächlich für mich. Und zwar ist das dieser. Tattoo Bag, TS Bag heißt der, glaube ich. Und da passt im Prinzip genau ein A6 Tattoo, Hobonichi Tattoo rein. Der hat hier vorne noch eine Tasche. Und hier noch eine Tasche. Hier hat er so ein Ledergurt. Und dann hat er hier hinten noch eine grüne Tasche. Ach, eine grüne Tasche. Eine große Tasche. Und ja, dieses Ding hier. Und ja, mal gucken, vielleicht stecke ich gleich mal was rein. So, dahin gepackt. Dann fangen wir mit dieser Box an. Erstens, weil die leichter ist. Und zweitens, weil da nicht so viele Sachen drin sind, die von mir sind. So. Okay. Das haben bestimmt auch schon einige gesehen, beziehungsweise wurde es erwähnt. Die haben wohl dieses Jahr hier so eine Aussparung gelassen. Und ja, da kann man jetzt so schön mit dem Finger reingreifen. Convenient. So, dann Papierumschlag. Und dann haben wir die ersten Sachen. Also, das hier ist nicht für mich, deswegen werde ich es auch nicht auspacken. Aber es sieht toll aus. Das ist eine Drawer Pouch. Und zwar nicht die Small, sondern die Ahne oder wie auch immer sie heißt oder sie ausgesprochen wird. Hier drin sieht man die Aufteilung. Also die ist so zu öffnen wie so ein großes Portemonnaie und da passt wirklich ohne Ende rein. Also ja, sehr schön. Das ist für eine Freundin, die bei mir in der Nähe wohnt, beziehungsweise sogar eine meiner Klassenkameradinnen. Und die habe ich ein bisschen mit dem Hobonichi angesteckt. Und das ist für sie. Das ist ihr erstes Teil. So, dann haben wir hier. Okay, das sind eine Menge Kugelschreiber. Ja.
Was ich cool finde, in den letzten Jahren waren die Hobonichis, also der Weeks zum Beispiel, der war hier so verpackt. Der Stift war auch in Plastik verpackt. Und dann waren die nochmal zusammen in Plastik verpackt. Das habe ich jetzt noch keinen im Video erwähnen hören, aber es ist tatsächlich so. Die waren nochmal in Plastik verpackt. Und dann hatte man 3 Plastikverpackungen für 2 Teile, was halt voll, ja, unnötig war. Und ja, jetzt haben die das so getrennt gemacht. Das finde ich schon mal sehr gut. Es ist zwar immer noch viel Plastik, der hier dabei rumkommt, aber gut. So. Also wie gesagt, da wir einige Kalender bestellt haben, sind hier auch einige Kugelschreiber drin. Davon sind 2 Kugelschreiber mir. Und der Rest ist für meine Freundin, der ist für ihren Freund, noch eine, die was bestellt hat, noch eine, die was bestellt hat. Also die sind alle für die Mitbestellerinnen. 2 sind meine und der Rest geht an meine Mitbestellerin. So, dann auch dieser Weeks, sowie dieser Weeks und dieser Weeks sind nicht für mich. Eine Dame, die letztes Jahr schon mit mir bestellt hat, hat sich diesen Hobonichi Weeks ausgesucht. Das ist dieser aus Leder. Den wollte ich ursprünglich auch, aber meine Rechnung ist einfach so utopisch hoch gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt musst du mal ein bisschen sparen. Das hier ist für meine Klassenkameradin und den finde ich sowas von süß und verspielt und echt, der ist wirklich sehr, sehr schön. Also der hat hier so in Silber das 2020 geschrieben und diese Pinguine sind sowas von goldig. Auch den, also alles, was nicht für mich ist, mache ich nicht auf. Und das hier ist für eine, die jetzt zum ersten Mal mitbestellt hat. Und da ist, dazu gibt es ja schon einen, der kam letztes Jahr raus, den hatte ich auch. Und ich wollte auch ursprünglich diesen wieder kaufen, aber das, ich wollte dann doch ein bisschen Abwechslung haben. Da ist das 2020 in Gold. Da, man kann das tatsächlich sogar sehen. Ja, okay. Und dann habe ich mir diesen ausgesucht. Ich glaube, das hier ist auch neu. Da steht so Open. Also, ja, das ist jetzt das erste Teil, was ich tatsächlich auspacke. Und ja, Plastikverpackung, tschüss. Auch schon zu Genüge gesehen, diese Karte. Sehr hübsch, werde ich vielleicht irgendwo einkleben. Und diese hübschen, ja, Broschüre vielleicht. Sieht auf der einen Seite so aus. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Und das ist bei jedem Kalender dabei. Also ob Cousin, Weeks oder A6, immer dabei. So, ich hatte schon mal so ein Cover in Grün vor 2 Jahren, also 2018. Und jetzt habe ich dieses hier ausgesucht. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie es heißt. Das ist sehr beliebt auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen. Und das ist der Pink. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ist auch nicht so wichtig. Kommt wie immer mit der mit dieser Einklebetasche. Und ja, ansonsten ist da alles wie immer drin. Das ist kein Mega Weeks. Das ist der mit den gewöhnlich vielen Notizseiten, weil mehr brauche ich einfach nicht. Ich brauche die wirklich nur selten. Und ja, genau. Das ist das. Dann ist hier drin einmal dieser Stift noch von letztem Jahr. Ich habe einen Teil der Bestellung von dem letzten Jahr, also im letzten Jahr, es ist ja dasselbe Jahr, aber vom alten Line-Up gemacht. Und da ich noch einen Kalender aus dem alten Line-Up bestellt habe, gibt es auch einmal nochmal diesen Kugelschreiber und diesen Stift dazu. Diesen Stift, ja, ja, genau. Diesen Kugelschreiber und diesen Bären dazu. So, und das ist auch für die Dame, die letztes Jahr schon mit mir bestellt hat. Die wollte dieses Cover noch haben, da ist aber kein Kalender drin. Also die hat den ohne Kalender bestellt. Und ja, das kennt ihr bestimmt schon. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, so. Dann haben wir tatsächlich schon die erste grüne Box geleert. Ach so, ja, auch hierauf wollte ich nicht unbedingt nochmal eingehen. Jo. So.
Okay. Diese Box ist so schwer, das gibt's gar nicht. Soll ich mal hier die Dinger so drumrum arrangieren? Will man das? Will man das sehen? Keine Ahnung. Ihr seht auf jeden Fall meine Knie regelmäßig. Es tut mir leid. Okay. Dann. Ah ja, okay. Gibt es hier erst einmal Cover on Cover. 1, 2, 3 Weeks. Davon ist keins für mich. Das sind alles für die Weeks, die von mir weggehen, weil ich habe das ja in meinem anderen Umschlag und da brauche ich das zusätzlich nicht. Also, das. Dann haben wir offensichtlich 2A6 Umschläge. Also diese Cover on Cover. Ganz gewöhnlich. Ne? So. Okay, und jetzt kommen tatsächlich Sachen, die gehören zu mir. Und das ist zum einen dieses Cover hier. Das ist das Memoria, glaube ich. Das steht ja. Doch, doch, das steht da drauf. Oh mein Gott, das steht da drauf. Ja, das ist das Memoria-Cover. Und ich packe das jetzt auch aus. Okay. Wow, das fühlt sich ganz anders an, als ich erwartet habe. Das sieht ja so ein bisschen so aus wie so ein Seesack, oder? Also finde ich zumindestens. Und da sind dann diese blauen Schmetterlinge eben drauf gedruckt. Oder ich habe gehört, die sind handgemalt. Und ich habe gedacht, das fühlt sich sehr rau an, aber es fühlt sich total weich an. Das ist echt krass. Ja, okay. Und dann die nächste Neuerung für dieses Jahr, was ich wirklich toll finde, ist das hier. Letztes Jahr oder beziehungsweise die Jahre davor war das immer so eine Karte, die man einfach nur so drehen konnte, also so ein dünnes Papier. Und dieses Jahr haben die das zum Aufklappen gemacht und innen steht tatsächlich ja, Sachen drin, die in Englisch sind. Ich habe gerade irgendwie die Wörter verloren, also die euch halt helfen, wie man die Produkte nutzt und wie man den Charme erhält und wie man die, ja, also was man halt beachten soll, ne, damit die Sachen nicht so schnell kaputt gehen. Und das fände ich echt cool, dass sie das in Englisch gemacht haben, weil da stehen Sachen drin, über die denkt man vielleicht gar nicht so nach. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. So, dann gibt es diese Karte und die ist auch bei allen. Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Die haben die auch verändert. Letztes Jahr stand hier einfach nur. Das war nur schwarz, glaube ich, und dann stand auf der Rückseite What is Mina per Hohn und dann stand das. Und jetzt haben sie auch das in Englisch gemacht. Das steht aber auch auf der Website jedes Mal zu ihrem, also zu allen Mina Perun-Covern steht da diese Erklärung. Okay. Ja, dann gibt es hier zwei Notizbänder. Wie immer. Und das eine ist so türkis und das andere ist so ein Ockerton. Und ja, also irgendwie habe ich mich in dieses Cover auf den allerersten Blick total verliebt. Und es gab noch einige weitere, die ich auch sehr gerne haben wollte. Und ja, am Ende ist es jetzt dieses geworden. Ich weiß aber noch nicht, ob ich 100% damit glücklich bin. Also ich finde es sehr schön, es fühlt sich auch sehr schön an. Aber ich weiß nicht. Also es ist, ich habe halt noch ein anderes, was ich eigentlich auch noch sehr gerne gehabt hätte. Aber mal gucken. Ja, wie das so wird. Mal schauen, ob ich das behalte oder vielleicht gebe ich es ab. Ich bin irgendwie in der Sache eigentlich nicht so schlimm. Normalerweise kann ich gut mich entscheiden für Dinge und mag sie dann auch das ganze Jahr über. Ohne Probleme. Aber irgendwie ist da immer noch ein Cover, was mir so im Kopf spukt. Ja. Okay, jedenfalls haben wir hier die üblichen Taschen. Und ja, hier hinten auch wie immer dieses. Im Prinzip ja das Motto von Hugonichi. Happy Nothing Special Day heißt das ja. Also, und das finde ich wirklich, also es ist wirklich so ein süßes Motto, weil es halt einfach genau das bedeutet. Du kannst jeden Tag in deinen Hugonichi etwas reinschreiben, auch wenn der Tag total
uninteressant oder nicht special war. Und das ist wirklich ein schönes Motto. Okay. So, darüber. Dann geht es hier weiter mit diesem Cover. Und auch das ist für mich. Und das habe ich ausgewählt. Eigentlich bin ich nicht so der Rot-Fan. Also, ich mag die Farbe Rot nicht so gerne. Aber ich habe das am Anfang gar nicht so beachtet. Oha, warum ist das so steif? Okay. Ich habe das am Anfang gar nicht so beachtet. Aber dann habe ich gedacht, da sind voll schöne Stickereien drauf. Und jetzt merke ich gerade, das hier, diese Linie, also weiß, blau und grün und diese grünen Punkte sind gar nicht gestickt. Also für die, die das interessiert, das hier ist nicht aufgestickt. Dafür aber all das hier. Das wird in Handarbeit gemacht und nachgeahmt von, ich weiß es nicht so genau, ich habe es vergessen. Und das hat mir einfach dann so gut gefallen irgendwie, diese Stickerei und diese Textur, dass ich unbedingt dieses Cover wollte. Ja, und jetzt ist es hier. Das hat solche zwei roten Bände. Die sind auch sehr dünn. Und dann hat das hier so süße Puschel dran. Ja. Und dann gibt es hier wieder die üblichen Taschen. Das ist nicht das gleiche, dieser gleiche Canvas-Stoff. Canvas ist das falsche Wort, Entschuldigung. Nylon. Also nicht der gleiche synthetische Stoff, der sonst da drin ist. Ihr seht, diese Tasche ist sehr, sehr floppy. Also die ist ganz dünn. Okay, gerade hat sich einfach die Kamera ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht habe ich nicht mehr genug Speicher. Man weiß es nicht. Jedenfalls wollte ich gerade anführen, dass es mich überhaupt nicht stört, wenn da ein Knick drin ist, weil das ja sowieso im Cover sitzt und ich davon dann nicht so viel Wind bekomme. Die Seiten sind größtenteils in Ordnung, bis auf da oben so ein paar, aber auf den Tagesseiten geht es dann wieder. Also das ist für mich nicht störend. Dann haben wir den schon eingerichtet. Dann haben wir zweimal diese Notizbücher. Eins ist davon von mir. Das andere leider nicht. ja, das ist sehr, sehr süß und dünn. Das haben bestimmt auch schon einige gesehen. Das ist ja, das gewöhnliche Grid von Hobonichi-Kalendern. Die Farben des Grids sind rot, grün, blau und gelb oder sowas. Oder lila. Jedenfalls ändern die ihre Farbe. Es gibt vier verschiedene Farbbereiche. Das finde ich eine nette Spielerei. Ist für mich aber nicht, brauche ich nicht unbedingt. Für alle, die es interessiert, so würde das im Umschlag aussehen. Das ist sehr dünn. Wie der Avec. Und ja, upsa. Ja, also so viel dazu. Nächstes Jahr also wieder. Das ist mein Hauptkalender, den ich auch sehr, sehr schön finde. Nach wie vor. Und ja, so, dann habe ich hier von 2019, damit kam dann auch der Stift von 2019, die Jahreshälfte 2 für den Cousin. Den Cousin der zweiten Jahreshälfte, vielleicht so rum besser. Und für nächstes Jahr einmal die Ganzjahresvariante für den Freund meiner guten Freundin aus der Schule. Und dann haben wir dazu noch das passende Cover. Sehr unisex und sehr ja, schlicht gehalten. Der probiert das dieses Jahr mal aus und der hat sich einen von meinen alten Cousins angeguckt, um mal zu gucken, wie ist das System, wie gefällt mir das. Und das hat ihm sehr gut gefallen und dann hat er sich hierfür entschieden. So. Und dann als letztes habe ich noch dieses süße ja, Notizbüchlein ist das falsche Wort. Das sind diese Hobonichi Papers Blöcke im Prinzip mit diesen, ja, das ist uninteressant, mit diesen Ausreißpapieren. Und ich werde da,
auch wenn das alle in ihren Videos machen, jetzt kein Papier ausreißen, weil irgendwie macht mich das ein bisschen nervös, wenn die das alle machen. Also die sind, kann man hier einfach, die sind so geklebt an der Seite. Man kann die einfach raustrennen. Und ja, da sind unten diese süßen Hunde drauf. Das ist wohl irgendeine tschechische, ein tschechisches Kinderbuch, glaube ich, oder ein tschechisches Buch auf jeden Fall. Und da geht es eben um diesen Hund, der da heißt Daschenka. Und das zieht sich jetzt durch das ganze Line-up dieses Jahr. Cover on Cover in allen drei Größen und auch ein A6-Cover in genau diesem Design. Ja, dann habe ich hier noch einige Pencilboards, einmal in A6 und einmal in Weeks-Größe. Davon ist eins von mir und eins nicht. Und dann habe ich noch einmal dieses von Daschenka geholt. Das fand ich auch sehr süß. So. Tatsächlich ist mein Speicher voll, deswegen klappt das hier jetzt alles nicht so gut. Ich teile euch jetzt nur noch kurz hier unter die Nase, was ich hier noch habe. Das sind diese Clear Pockets von Hobonichi. Die habe ich schon mal und die finde ich gut, deswegen habe ich sie nochmal. Dann habe ich hier, das ist für eine, die mitbestellt hat. Das ist ebenfalls für eine, die mitbestellt hat, also nicht für mich. Aber diese beiden Sachen sind noch für mich. Das ist einmal diese Schere, die ich jetzt wahrscheinlich eh nicht aufkriege, so auf hier unten. Und die passt halt auch in den Hobonichi rein, weil sie so super dünn ist und die wollte ich schon lange haben. Die ist cool. Und dann zu guter Letzt haben wir diese. Wie heißt das? Solche Einschubtaschen sind das. Gleich stoppt das Video wieder und ich muss wieder eine neue Aufnahme starten. Ja. Also, die sehen so aus auf der einen Seite, auf der anderen Seite so und dann so. Okay, jetzt ist die Kamera, der Speicher wirklich voll und ich muss das Video beenden. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hallo nochmal. Es ist jetzt einen Tag später und ja, ich habe jetzt gerade die Dateien zum Schnitt zusammengepackt und irgendwie gefällt mir das Ende nicht so. Ich konnte nicht alles nochmal zeigen, was jetzt wirklich mir gehört, was ich alles ausgepackt habe und deswegen hole ich das jetzt nach. Hier also nochmal meine grüne Box. Die packe ich jetzt an die Seite und dann lege ich euch alles mal schön vor die Nase. Also, da haben wir wie gesagt dieses schöne Cover mit den Bestickungen, die mir wirklich gut gefallen. Und das hat wie gesagt diese beiden Bommel hier unten. Dann haben wir dieses Pencilboard. Das ist in so einem Beige-Ton und das hat diesen Hund. Das ist eine Hündin, Daschenka, ein tschechisches Buch aus einem tschechischen Buch drauf und die ist wirklich sehr süß. So, dann gab es diese beiden Blöcke für mich. Die finde ich auch sehr schön. Die sind mit diesem, also die sind im Prinzip aus derselben Serie wie die diesjährigen Cover on Cover. Mit diesem Kätzchen und dieser Blume. Dann haben wir diesen Tattoo-Bag. Entschuldigung, wenn ich meine Nase hochziehe. Es passiert einfach von selbst. Ich bin ein bisschen krank. Der mir auch sehr gut gefällt. Der fühlt sich wirklich schön und wertig an, wie allgemein alles von Hobonichi. Das ist ja wirklich eine gute Qualität. Dann haben wir diesen
Ja, Notizblock, Abreißblock, auch aus dieser Daschenka-Reihe. Dann die beiden Kugelschreiber, wofür natürlich einer hier wunderbar hinpasst. Dann meinen Weeks, bei dem ich jetzt auch wieder weiß, wie er heißt. Das ist der Shell Pink mit dem goldenen oder schon fast roségoldenen 2020 drauf. Kann man jetzt nicht so schön sehen, aber okay. Dann die Karten. Ne? Die sind ja als Geschenk. Die werde ich, wie gesagt, verbasteln. Dann ein zweites Pencilboard. Dann das Memoria Cover von Mina Perhonen mit diesen beiden Lesezeichen. Da rein kommt dieses Notizbuch und vermutlich werde ich nochmal bestellen und werde mir den Day Free kaufen, der dieses Jahr ganz neu kommt und den für die Schule verwenden. Passt auch farblich sehr gut. Dann haben wir natürlich den Kalender, der wie gesagt hier oben, also was heißt wie gesagt, im Video habt ihr es nicht wirklich mitbekommen, weil da abgeschnitten ist, aber hier oben ist er halt mit einem Knick gekommen. Und das stört mich aber nicht, weil der ja hinten und vorne sowieso im Cover ist. Und das ist mir völlig Schnuppe. Also ich mag es wirklich, wirklich sehr gerne. Auch wenn ich anfangs halt dachte, ja, rot, ne? Aber das Gefühl davon ist einfach toll, besonders hier oben das, was drauf gestickt ist, das ist wirklich sehr, sehr schön. So, und da sitzt dann dieses Pencilboard drin. Ich benutze das Pencilboard nicht jeden Tag, das muss ich zugeben, aber gerade wenn der Kalender dicker ist, benutze ich das doch schon häufiger. So. Und dann sind da diese drei Schubtaschen, die man hinten mit reinstecken kann. Das hatte ich gestern wirklich nur am Ende des Videos nochmal zeigen können. Da ist auf der einen Seite, auf dem ersten, dieser Vogel drauf und eigentlich ist dieser Vogel auch ausschlaggebend dafür, dass ich das gekauft habe. Auf der Rückseite befindet sich diese Blume. Dann haben wir auf dem nächsten die Katze, die ja auch hier in dem Block war, damit ihr das noch mal seht. Sehr, sehr süß. Und auf der Rückseite ist dieser Baum. Oh Mann, Entschuldigung, ich bin komplett aus dem Fokus. Und das letzte sieht so aus. Da ist auf der einen Seite, da müsste ich vielleicht mal was reintun. Habe ich was? Oh, auf der einen Seite sieht das so aus. Und auf der anderen Seite sieht das so aus. Das ist jetzt nicht so mein Favorite, aber das ist halt nur mal ein Dreierpack. Und damit kann ich leben. So. Dann haben wir als letztes,
ein Clear Cover, On Cover, Clear Cover, On Cover, weil lieber bestelle ich eins mit und habe es dann, als dass ich es nicht bestelle und keins habe. Und das habe ich noch im Prinzip im letzten Jahr bestellt, da war es halt noch mal günstiger. So. Und dann ist das letzte. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles mitgebracht. Ich habe das natürlich schon überall in meiner Wohnung verteilt. War als letztes eben diese Schere, die ich wirklich cool finde, weil gerade wenn ich den Hobonichi halt mit in den Urlaub nehme oder so, dann ist die Schere direkt schon mit drin. Und dann habe ich das alles mit dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Schere wahrscheinlich 24/7 da drin haben werde, weil es einfach nicht notwendig ist. Aber ja, so. Und jetzt können wir ja mal gucken, was hier so alles reinpasst in diese Tasche. Falls ihr euch fragt, die beiden Dinge fühlen sich sehr unterschiedlich an. Also das hier fühlt sich ganz glatt an und das hier fühlt sich eher rauer an, aber wirklich so, wie sich halt Leinen anfühlt. Das passt da auch rein. Das ist natürlich jetzt unpraktisch, der Weeks, der soll ja gar nicht da reinpassen. Den lassen wir mal. Okay, das wird schon fast ein bisschen zu eng. Aber man könnte das machen. Und dann passt hier im Prinzip alles rein, was ich bei Hobonichi bestellt habe. Also, und das finde ich immer wirklich toll an Hobonichi. Die Sachen sehen so klein aus und süß, muss man schon sagen, weil der Cousin ist ja groß und der A6 ist ja wirklich klein und süß. Aber da passt dann, die haben dann immer so viel Volumen, was da alles reinpasst. Also das ist enorm. Ja, meine Freundin war gestern noch da und hat ihre Sachen abgeholt und hat dann auch die Drawer Pouch ausgepackt und wir waren wirklich beeindruckt, was da so alles reinpasst. So, also das war's mit diesem Video. Jetzt wirklich. Jetzt habe ich hier unten noch die Seite verknickt. Naja. Und das war's jetzt, wie gesagt, wirklich. Ich wollte nur noch mal zeigen, was da wirklich so drin war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Kommentar. Vielleicht auch einen Daumen nach oben. Freue ich mich sehr drüber. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.